Mein Name ist Mariko Minoguchi. Ich bin die Regisseurin und Drehbuchautorin von dem Film Mein Ende, dein Anfang und komme heute aus Wiesbaden. Ich bin Saskia Rosendahl und die Hauptdarstellerin von Marikos Film und auch aus Wiesbaden heute gekommen, von einem anderen Festival. Euer Film Mein Ende, dein Anfang, wie ist es dazu gekommen? Was ist das für eine Geschichte, die du da erzählst, Mariko? Also es ist sehr schwer, die Geschichte runterzubrechen, aber es ist erstmal eine Geschichte über die Frage, ob unsere Leben eigentlich vom Zufall bestimmt sind oder ob alles, was wir tun oder was passiert, so passieren sollte und determiniert sind. Und wie es zu der Geschichte kam, ist, dass ich meinen ersten Spielfilm machen wollte und nach einer Idee gesucht habe und mein Bruder ist Physiker und der hat mir mal eigentlich so die Unterschiede zwischen Quantentheorie und klassischer Physik erklärt. Und das fand ich sehr spannend, das, was ich begriffen habe. Und habe dann versucht, das eigentlich mehr, oder fand eigentlich den philosophischen Aspekt dahinter sehr spannend. Und das war eigentlich so der Grundstein für die Geschichte. Du hast gerade gesagt, du hast auch das Drehbuch geschrieben. Wie ist dieser Prozess verlaufen? Wie lange hast du in diesem Drehbuch überhaupt gearbeitet? Also in dem Fall war es jetzt so, dass ich sehr spontan entschlossen habe, um zu schreiben, wegzugehen und bin für 2 Monate nach Taiwan geflogen und habe da tatsächlich einfach so runtergeschrieben und kam dann mit einem Drehbuch zurück, was eigentlich weitgehend fertig war. Aber das ist jetzt eher ein spezieller Prozess in dem Fall. Wann bist du dazu gestoßen, Saskia? Ich bin knapp ein Jahr davor, also bevor wir angefangen haben zu drehen, dazu gestoßen und habe vorher das Drehbuch bekommen und dann Mariko getroffen. Und dann haben wir uns über das Buch und privat erstmal unterhalten und kennengelernt. Und eine Weile später dann so Konstellationscastings gemacht und da war ich dann eigentlich schon drin, aber erst da habe ich dann so geglaubt, dass ich auch mitmachen darf. Wie ist der Drehprozess für euch beide verlaufen? Haben sich bestimmte Sachen, die du im Drehbuch angedacht hattest, als besonders schwierig rausgestellt? Hast du nochmal alles umgeworfen? Erzähl gerne mal ein bisschen davon. Das ist eine schwierige Frage, schon wieder so lange her, aber eigentlich... Also es gab Sachen, die ich mir bestimmt anders oder leichter vorgestellt hatte. Also wie zum Beispiel in dem Film kommt ein Banküberfall vor. Und ich hatte total unterschätzt, was das beim Dreh auch mit einem macht und auch mit den Schauspielern, mit dem Team macht. Das war zum Beispiel dann sehr anstrengend. Ansonsten war es ein wirklich sehr schöner Dreh. Und ich hatte das Glück, dass ich ein tolles Team hatte und die Schauspieler mich auch sehr unterstützt haben. Also ich meine, es war eben mein erster Film als Regisseurin und das war wirklich toll, dass ich immer das Gefühl hatte, alle helfen zusammen und irgendwie geben sich Mühe, dass ich meinen Job gut machen kann und geben sich selber Mühe, ihren Job gut zu machen. Und für dich, Saskia, der Drehprozess, irgendwelche Sachen, die dich völlig überrascht haben oder problematisch, schwierig waren? Also völlig überrascht nicht, weil wir hatten das Glück, dass wir ziemlich, oder also Mariko und ich ziemlich genau wussten, was wir wollten, bevor wir angefangen haben zu drehen und Mariko eben sowohl von den Figuren sehr genau wusste, was sie möchte, aber auch technisch und man sich da sehr ausruhen konnte drauf und dann war es eher so, für mich zum Beispiel war es schwierig, die Hälfte des Films mindestens ist einfach eine Extremsituation für die Figur und die Entscheidungen, die wir dann treffen mussten, wie sie halt einfach darauf reagiert und zu merken, was man erwartet von sich selber in so einer Extremsituation und Trauerphase und dann aber Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht den Erwartungen entsprechen. Das war also das Knifflige. Jetzt ist es auch so, warum muss so eine Geschichte erzählt werden? Zufall oder nicht, das Leben, für viele von uns geht das ja vielleicht einfach so vorbei. Warum bietet sich Film als so ein Medium dafür an? Warum muss so eine Geschichte erzählt werden? Also in dem Fall glaube ich, ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich ein universelles Thema ist. Es ist eine Frage, die sich jeder schon mal gestellt hat, sodass man erstmal sagt, es ist eine große Zielgruppe. Und das andere ist, glaube ich, die Realität mittlerweile oder schon immer ist irgendwie ganz schön hart. Also man ist immer mit sehr viel Schrecken konfrontiert. Und der Film ist ja per se nicht irgendwie nur eine Komödie, aber am Ende des Tages geht es doch um Hoffnung. Und man wird als Zuschauer in so eine Dunkelheit geführt, um zu sehen, wo das Licht herkommt. Und das war eigentlich so die Hauptmotivation, einen Film zu machen. Jetzt bist du als junge Schauspielerin dabei. Hast du irgendwelche Tipps? Wie kommt man an so Projekte überhaupt? Ich meine, es gibt so viele junge Frauen, vor allem, die immer noch auf der Suche sind und den Weg gehen wollen, den du auch bis jetzt schon gegangen bist. Hast du da irgendeine Anregung für diese Menschen? Das ist immer eine richtig schwere Frage, weil ich glaube, dazu gehört so viel Glück, was ich halt hatte. Also ich habe so mit 16 mir eine Agentur gesucht
Und die findet man im Internet. Und ich hatte das Glück, eine sehr gute Agentur zu finden, die so für Kinder und Jugendliche war. Und dann hatte ich aber den ersten Film schon in so einer guten, also in so einem guten Arthouse-Bereich, dass ich einfach so ein Selbstläufer wurde. Und so wie ich arbeiten kann, können die wenigsten Schauspieler arbeiten. Deswegen, das ist nicht der Normalfall. Damit sollte man nicht rechnen. Und ansonsten, ich glaube, es ist wichtig, einfach immer nur das zu machen, worauf man wirklich Lust hat und sich nicht zu verbiegen. Und ein Teil davon bleibt Glück. Das Gleiche stelle ich mir in der Regie vor. Wir haben jetzt hier in Braunschweig einen neuen Preis eingeführt, die Tilda, für junge Filmemachende Frauen. Wie ist da die Branche für junge Frauen in dem Regiebereich? Ich stelle es mir nicht so einfach vor. Ich glaube, es ist immer davon ein bisschen abhängig, mit wem man zusammenarbeitet. Ich hatte das Glück, dass ich recht früh mein festes Team gefunden habe, sodass ich eigentlich das nie als Nachteil empfunden habe. Und ich glaube, dass sich da auch gerade eine Generation, also dass so ein Generationswechsel stattfindet und für die das einfach nicht mehr so Thema ist. Und ich glaube, schwierig ist es eher am Anfang, am Set, wenn man als Praktikant anfängt und irgendwie viele ältere Leute und man dann auch sehr schnell so verniedlicht wird. Und das, ja, also für mich war es nicht schlimm, weil ich glaube, es ist immer, wie man selber damit umgeht oder was für eine Haltung man dazu hat, aber es sollte nicht so sein. Euer Film läuft in der Reihe Neue Deutsche Filme. Was braucht der Neue Deutsche Film? Was ist noch zu fordern? Welche Themen müssen noch bearbeitet werden, eurer Meinung nach? Also ich habe jetzt keine paar Ideen auf Lager, was für Filme man machen sollte. Aber ich glaube, was meiner Meinung nach wichtig ist, ist so ein gewisser Optimismus, obwohl dies im Kino gerade nicht so gut läuft. Und dass man zusammenarbeitet, dass sich die Leute gegenseitig unterstützen und man versucht, gute Filme zu machen. Und dass die Leute dann auch irgendwann wieder wertschätzen. Vielleicht kann ich noch Mut einfach dazu addieren. Das ist so einfach gesagt, aber es ist so wichtig und so schwer, das durchzuziehen, weil also die Filmbranche ist so eingefahren und man sieht immer so Hoffnungsschimmer, aber insgesamt ist sie doch so unoffen für neue Ideen oder Leute für andere Sachen zu besetzen, die man noch nicht erwartet oder gesehen hat, und einfach ein bisschen was Neues ausprobieren, weil so viel kann gar nicht passieren. Jetzt seid ihr gerade erst angekommen hier auf dem Braunschweig International Film Festival. Das müssen wir gerade dazu sagen. Ihr seid, wie gesagt, gerade erst aus Wiesbaden angekommen. Was ist euer Eindruck vom Festival? Freut ihr euch auf die Screenings? Also wir hatten, also das erste Screen läuft gerade, und was schon meine große positive Überraschung war, dass der Saal quasi voll war, obwohl es Nachmittag ist, und damit hatten wir, glaube ich, beide nicht gerechnet. Und das war schon mal die erste schöne Überraschung, die Braunschweig für uns auf Lager hatte. Ich bin leider echt voll auf Durchreise, aber froh, hier noch halten zu können, weil es irgendwie eine angenehme Atmosphäre ist. Das merkt man, finde ich, gleich, wenn man auf ein Festival kommt, wie sehr das Publikum Lust hat, einfach dran teilzunehmen und so. Und das ist hier so. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt wunderbare Screenings und viel, viel Freude noch mit dem Film. Wo geht er denn noch weiter? Also wo kann man euch noch sehen? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar haben wir nächsten Donnerstag, 28. November, ist Kinostart in Deutschland. Das heißt, jeder Mensch, der auch nicht auf diesem Festival ist, hat die Chance, den Film zu sehen. Und bitte reingehen. Dem kann ich mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank euch beide. Einen schönen Abend noch. Danke.